Ungarn lehnt Migrantenquoten ab. Kartoffelfestival in Jenesdiás. Deutsche und Ungarn mögen sich. Was kostet was? Und Landhaus mit zwei Wohnungen. Diese Themen also heute in der jüngsten Ausgabe von Ungarn Immo TV und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute dabei sind am letzten Septemberwochenende im Jahre 2020. Und ich weiß, wir alle stellen die Frage vor allem danach, was mit der ungarischen Grenze am 1. Oktober passieren wird, ob man die Grenze öffnet oder nicht. Im Laufe dieser Woche habe ich mir wirklich alle Zeitungen in Ungarn angeschaut, alle Nachrichtenseiten, alle Nachrichten im Fernsehen haben wir auch verfolgt, um etwas zu erfahren. Aber zu dieser Frage wurde im Laufe dieser Woche nichts, kein Wort offiziell gesagt. Also wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Wenn aber die ungarische Regierung die Öffnung der Grenze mit den offiziellen Covid-Zahlen verbindet, dann heißt das nichts Gutes, denn diese Zahl lag diese Woche fast an jeden Tag so zwischen 700 und 950. Also da gibt es auch keine Besserung, was zumindest diese Statistik betrifft. Also wir werden es sehen, hoffentlich werden wir in den nächsten Tagen neue Informationen erhalten. Und damit zu einem Rückblick auf die vergangene Woche. Die Quote bleibt Quote, egal wie man sie nennt, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán nach einem Treffen der Ministerpräsidenten von Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Laut Vorschlag sollten alle EU-Länder gewisse Quoten an illegalen Migranten erhalten, die sie entweder aufnehmen oder innerhalb von 8 Monaten ausweisen und in ihr Ursprungsland bringen müssten. Sollte die Ausweisung in den 8 Monaten nicht gelingen, müsste das betroffene Land den Migranten aufnehmen. Das sei kein Durchbruch, nur eine Umbenennung der Quote, sagte Orbán. Ein Durchbruch wäre, so der ungarische Ministerpräsident, wenn die EU den ungarischen Standpunkt übernehmen würde, dass nur jener Migrant überhaupt erst nach Europa kommen darf, dem ein EU-Land schon im Voraus zugesichert hat, ihn aufzunehmen. Ungarn wolle weiterhin gar keine Migranten ins Land lassen. Die Zahl der neuen Covid-Infizierten blieb in Ungarn über die ganze Woche relativ hoch, täglich zwischen 700 und 950. 577 Personen werden jetzt aktuell in Krankenhäusern behandelt, 30 Personen müssen beatmet werden. Die Zahl der aktiven Infizierten beträgt laut Statistik 16.464 Personen. Verstorben sind im Zusammenhang mit Corona 718 Personen. Bis zum Jahresende muss man in Ungarn keine Kredite bedienen, also keine Raten zahlen. Diese Frist wurde nun für Familien mit Kindern, für Arbeitslose, Rentner und Sozialbedürftige um weitere 6 Monate, also bis zum Juni 2021, verlängert. Die Unternehmen können diese Frist verlängern, wenn ihre Einnahmen in diesem Jahr um mehr als 25% zurückgegangen sind. Die bisherige Staatssekretärin Katalin Novak wurde vom Staatspräsidenten János Áder mit dem 1. Oktober zur Ministerin für Familienangelegenheiten ernannt. Katalin Novak hat bereits den Eid im Parlament abgelegt und ein weiteres Förderprogramm für Familien für den Bau von Eigenheimen und Wohnungen angekündigt, das noch weit über die auch jetzt mehr als großzügigen Förderungen hinausgehen soll. Die Liberalen, die Kommunisten und die Rechtsnationalen einigten sich auf László Biro als gemeinsamen Kandidaten bei der Zwischenwahl in Tiszaújváros, um den Wahlkreis gegen Fidesz gewinnen zu können. László Biro hat früher starke antisemitische Äußerungen gemacht und er hat die Näherinnen in seinem Betrieb mit Schusswaffengebrauch bedroht, nachdem er die Löhne nicht ausgezahlt hatte. Es ist das erste Mal in der jüngeren Geschichte Ungarns, dass liberale Kommunisten und Faschisten offen gegen eine nationale Partei zusammenarbeiten. Während der Tourismus in Ungarn ein Rekordjahr verbuchen kann, steckt der Tourismus in Budapest in einer tiefen Krise. Da in Budapest fast 100% der Touristen aus dem Ausland kamen, sind jetzt die Hotels und Pensionen, wie seit März permanent, nur zu 10% im Vergleich zum Vorjahr belegt. Nun soll ein zinsfreies Kreditprogramm das Überleben der Budapester Tourismusbranche sichern. Erhalten können die Hotelbetreiber, Gastronomiebetriebe und Veranstalter bis zu 250 Millionen Forint. Es wäre schon sehr interessant zu sehen, wie der Spiegel, die Welt, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und all die anderen Presseorgane
über den Kandidaten der ungarischen Linke und der Liberalen schreiben, was sie über ihn meinen, aber man findet darüber plötzlich gar nichts. In diesem Kontext scheinen diese Sachen überhaupt nicht wichtig zu sein. Schon interessant, diese Beobachtung. Aber damit zu einem anderen Thema. In der heutigen Welt gibt es so viele Festivals, wie viele Sterne es am Himmel in einer klaren Nacht gibt, also unzählige. Wir mögen diese Festivals aber trotzdem, weil sie ein bisschen anders sind als der Alltag. Man kann hingehen und etwas erleben, was man sonst in der Woche nicht erlebt hat. So war es auch am vergangenen Samstag in Jenesdiasch, wo es ein Kartoffelfestival gegeben hat, besser gesagt ein Kartoffelpufferfestival. Es war dort schön und wir erzählen in den nächsten Minuten auch, warum. Gut essen kann man auf dem Handwerksmarkt in Jenesdiasch immer, wenn alle Imbissbuden geöffnet sind und man kann auch feine und leckere Sachen kaufen, wenn viele Verkäufer kommen, wie am vergangenen Samstag. Angelockt wurden alle vom Kartoffelfestival und da so viele kamen, war auch sicher dem Umstand zu verdanken, dass das Wetter außergewöhnlich gut und der Westbalaton voll von wochenenden Touristen war. So kam ein kleines, aber schmuckes Festival zustande, das wir am Nachmittag besucht haben. Kurz nach 15 Uhr waren bereits viele da und die Stimmung war auch schon ganz gut. Zum Festival gehört auch, dass einige Mannschaften traditionelle ungarische oder besser gesagt Soller Köstlichkeiten aus Kartoffeln herstellen, vor allem Doci oder Doschni, je nachdem wie man es aussprechen möchte, oder eben Dödöle, das eine Soller Spezialität ist. Das Kochen ist zugleich ein Wettbewerb, es werden Preise verteilt, aber das Publikum kann die Speisen auch kaufen und kosten und sein eigenes Bild über das Können der Mannschaften bilden. Hier kann man nur mit Talern zahlen und schön wäre es, wenn überall alles so günstig zu haben wäre wie hier, also nur für einige Taler. Es wurde ebenso eifrig gearbeitet wie gegessen und da die Speisen nicht industriell, sondern manufakturell hergestellt wurden, gab es auch manche Engpässe bei der Versorgung der hungrigen Interessenten. Wenn wir schon dort waren, wollten wir auch persönlich erfahren, wie die preisverdächtigen Doci schmecken und so haben wir nach einer kurzen Umschau, wie es sich später herausstellen sollte, die richtige Mannschaft ausgewählt und eine kleine Platte aller Doci-Arten bestellt, die sie angeboten haben. Auch die Bedienung war freundlich und dann blieb nichts anderes übrig, als die Docis zu kosten, die in der Schachtel sehr lecker ausgeschaut und ganz fein geduftet haben. Miből van? Ez a hagyományos krumpli, liszt, tojás keveréke a tócsné. Annyi különbsége, hogy ez olajban van kisütve, ő pedig rostlapon. Nekem a rostlapon sütés kicsit száraznak tűnik, de hát mindenkinek más, és ő pedig benne van egy kis csirkemell belegyúrva a tésztába, egy kis darált csirkemell. Kellemes. Judith und ich, wir teilten uns die Meinung, dass man Docis in Öl braten muss. Die haben viel besser geschmeckt als die, die nur auf der heißen Platte schmorten. Aber zu allen Sorten braucht man Teufel, das war auch klar, wie immer. Generell haben aber alle irgendwie geschmeckt und vielleicht gab es unter den zahlreichen Gästen auch viele, die gerade die Docis ganz ohne Öl mögen. Auf jeden Fall waren die Essstände fast immer besetzt und wir haben niemanden gesehen, der nicht leere Kartons in die Müllsäcke geworfen hätte. Manche haben sogar die letzten Krümelchen mit einer großen Hingabe gerettet, damit bloß gar nichts verloren geht. Dann haben wir uns auch noch den Kinderspielplatz angeschaut, wo die ganz Tapferen auf zahmen Pferden einige Runden reiten konnten. Es gab auch manche, die das Hüpfen mit den Gummiseilen wie eine richtige Kunst betrieben. Allein die jungen Kadetten mussten sich manchmal mit dem Pfeil und Bogen gedulden, wenn Unbefugte unangemeldet durch das Schussfeld gelaufen sind. Auf jeden Fall schien zu dieser Zeit wieder die Sonne und sie hat nicht nur die Lichter, sondern auch die Seelen vergoldet und auch die Wettbewerbsteilnehmer rafften sich zu einer letzten Höchstleistung zusammen, ob sie Doci oder ein wenig aus dem Rahmen fallend eine Gulyaschsuppe anboten.
Die Jury beriet ganz eifrig. Wir konnten eine lange Konversation mit schwerwiegenden Argumenten verfolgen, bis die Sieger und die Platzierten feststanden. Die Preise wurden auf der Bühne im Festivalzelt übergeben. Auch die Zuschauer warteten interessiert auf das Ergebnis und auch Fernsehteams. Und dann war es endlich soweit. Die Jury auf der Bühne, die Auswertungen wurden verkündet, die Preise an die zweite und drittplatzierten übergeben. Und dann endlich kamen die Gewinner, gerade jene Truppe, bei denen wir die Tochis gekauft haben. Also wir haben ganz zufällig und unbewusst die Entscheidung der Jury vorweggenommen und konnten nun zufrieden sein, die preisgekrönten Tochis gekostet zu haben. Dann schlenderten wir noch ein bisschen durch den Markt. Es war ja noch schön warm und ganz angenehm dort. Wir haben die angebotenen Waren bewundert, die hier wirklich immer eine gute Handwerksqualität haben, wenn sie auch nicht ganz billig sind. Und dann hat sich Judith dafür entschieden, bei unserem Lieblingslangostand doch noch eine Limonade zu holen. Und wenn wir schon da waren, dann auch noch zwei Palatschinken, die hier auch so schmecken wie zu Hause. Und damit war für uns das Festival langsam auch zu Ende. Das Kartoffelfestival wird es in einem Jahr wieder geben. Also wenn Sie jetzt nicht dabei sein konnten, können Sie es in einem Jahr nachholen, auch so gegen Ende September 2021. Die Deutschen und die Ungarn trauen sich so stark wie noch nie zuvor. Dies geht aus einer Studie hervor, die von der Konrad-Adenauer-Stiftung und von der Ungarischen Stiftung für das bürgerliche Ungarn in Auftrag gegeben wurde. Über 80% der Deutschen und über 80% der Ungarn würden gerne eine Person aus der anderen Nation als Freund, Nachbar oder Familienmitglied nehmen. Über 70% würden einen direkten Chef aus der anderen Nation akzeptieren. 64% der Deutschen denken eher positiv über Ungarn, das ist ungefähr konstant in den letzten Jahren. Der Anteil der Ungarn, die positiv über Deutschland denken, ist von 45 auf 72% angewachsen, nachdem die Bundesregierung keine Quoten mehr für die Verteilung der illegalen Migranten fordert. Das Meinungsforschungsinstitut betont aber, dass die Deutschen generell kritischer über Ungarn denken, da die deutsche Presse seit 10 Jahren eine negative Kampagne gegen Viktor Orban und seine Regierung führe. In der deutschen Presse sind seit 2016 an die 8.750 Berichte über Ungarn erschienen, 221 Berichte zeigten Verständnis für Ungarn, 3.757 Berichte waren ausgesprochen feindlich und die übrigen neutral. Nur 36% der Deutschen denken, dass man in Ungarn die Regierung in der Presse kritisieren kann, schreibt die Analyse, und nur 23% der Deutschen denken, dass in Ungarn die Minderheitenrechte geschützt werden. Das Institut fügt hinzu, dass das alles falsch sei, denn gerade die Orban-Regierung habe unter anderem den Nationalen Gedenktag der vertriebenen Ungarndeutschen eingeführt. 61% der Ungarn meinen, dass die deutsche Presse die deutsche Regierung kritisieren darf. 57% der Ungarn meinen, dass die Minderheitenrechte in Deutschland geschützt werden. Der Anteil jener, die die deutsch-ungarischen Beziehungen als gut bewerten, sank in Deutschland von 42 auf 33%. Der Anteil der Ungarn, die die deutsch-ungarischen Beziehungen als gut bewerten, wuchs von 53 auf 60%. Beide Tendenzen seien auf die Unterschiede in der Behandlung der illegalen Migranten zurückzuführen, so das Institut. 75% der Ungarn würden die bilateralen Beziehungen gerne verbessern und sie sehen die Möglichkeiten vor allem in der Wirtschaftspolitik. 67% der Deutschen würden auch gerne die deutsch-ungarischen Beziehungen verbessern. Sie sehen die Eckpunkte in der Migrantenfrage und im Klimaschutz. Vertrauen ist gut, noch mehr Vertrauen ist noch besser. Wir hoffen, dass dieser Trend, den wir vorhin hier in diesem Beitrag geschildert gesehen haben, sich in den nächsten Jahren noch weiter verstärken wird. Wenn man in ein anderes Land kommt, dann interessiert man sich immer auch dafür, wie viel dort die Dinge kosten, für wie viel Geld man in einem Supermarkt einkaufen kann, was kostet ein Haus oder wie viel bezahlt man für den Strom. So eine Serie werden wir bei Ungarn Immo TV auch starten in unseren nächsten Sendungen. Und heute wollen wir mal danach schauen, was es kostet, wenn man sich einfach spontan entschließt, in einem Buffet Mittag zu essen. Also nichts Großes, aber doch etwas Schönes.
Zu diesem Test haben wir natürlich unser Lieblingsbuffet in Hevis, das Selbstbedienungsrestaurant Inonyosum, ausgewählt, wo wir ziemlich oft vorbeikommen, weil dort richtig gut gekocht wird und parken kann man auch ganz bequem. Wir haben Gerichte bestellt, die in Ungarn und sicherlich auch in anderen Ländern oft gegessen werden. Judith nahm eine Erdbeersuppe sowie panierten Blumenkohl mit Knödelscheiben und Mayonnaise und ich habe eine Hühnersuppe sowie Hühnerkeule mit Rosenkohl bestellt. Dazu muss man vielleicht wissen, dass die Suppen in Ungarn die absoluten Vorspeisen sind, eigentlich kein richtiges Mittagessen ohne eine Suppe. Das Essen war auch diesmal lecker, ungefähr auf dem Niveau eines besseren Restaurants, so dass wir uns auch diesmal nicht täuschen mussten. Zwei Suppen und zwei Hauptgerichte und das Sodawasser haben uns insgesamt 3.400 Forint gekostet. Das sind bei einem Kurs von 1:350 ungefähr 9,70 €. In Einrichtungen dieser Art, also nicht in richtigen Restaurants, aber in der Selbstbedienungsgaststätte, in Imbissstuben und in Buffets können Sie etwa mit diesen Preisen rechnen. Das Essen hat dort in dem Selbstbedienungsrestaurant Inonyosum auch diesmal wirklich gut geschmeckt. Ich glaube, man kann sich nicht irren, wenn man dort zum Mittag essen geht. Man kann sich auch nicht dann irren, wenn sich für das Haus entscheidet, das ich Ihnen in den nächsten Minuten vorstellen werde. Es ist ein richtig schönes Landhaus in der Nähe von Kästri und Hevis mit zwei Wohnungen. Und wir sind auch schon angekommen bei dem Haus und jetzt gehen wir auch rein in diesen wunderschönen Herbstsonnenschein. Dieses Teil vom Haus werden wir uns auch gleich anschauen, aber erst gehen wir jetzt durch diese Tür rein in die Wohnung. Und hier befinden wir uns in einem Vorraum. Auf der rechten Seite sehen wir ein ganz großes Schlafzimmer. Sogar mit drei Schlafgelegenheiten im Moment. Ein wirklich großes Bett hat hier auch Platz, wie Sie sehen. Und auf der anderen Seite neben der Eingangstür ist auch ein ganz großer Schrank. Die Holzdecke finde ich persönlich wunderschön. Und so sieht die Aussicht, die Sicht aus dem Fenster aus, wenn wir auf die Straße und auf der gegenüberliegenden Seite stehenden Garten- und Ostbäume gucken. Und damit gehen wir aus dem Zimmer wieder raus in diesen Vorraum, wo wir vorhin gerade reingekommen sind in die Wohnung. Hier sehen wir die Küchenzeile, die Spüle, den Kühlschrank und hier auf der anderen Seite das Wohnzimmer mit der Sitzgarnitur, mit dem Fernseher und auf der anderen Seite mit dem Kamin. Der Kamin hat auch Ventilatoren, also beide Räume werden auch hier oben beheizt, nicht nur durch die Glasscheibe unten. Und ein kleiner Esstisch ist auch da, da kann man also auch gemütlich essen. Spiritosenflaschen aufbewahren, wenn man es möchte, aber es kann natürlich auch etwas ganz anderes rein. Und damit gehen wir ins Badezimmer. Da befindet sich alles, was man hier braucht. Ein WC ist da. Eine Handwaschgelegenheit und auf der anderen Seite eine Duschkabine. Das ist also das erste Bad in dieser Wohnung, könnte man fast sagen, weil hier auf der rechten Seite ist noch ein Zimmer. Also man könnte es ohne weiteres als Zimmer benutzen, aber vor einigen Jahren wurde in diesen Raum eine Badewanne reingestellt. Also es ist quasi wie ein zweites Bad, wie ein Relaxbad, könnte man sagen. Und hier in diesem Raum befindet sich noch ein WC und hier ist auch ein Warmwasserboiler, der ist elektrisch. Und hier an der Wand befindet sich auch eine Gastherme. Da es aber kein Leitungsgas gibt, wird diese Gastherme zurzeit mit diesen großen Gasflaschen betrieben. Wir gehen also wieder auf den Hof und wie Sie sehen, können wir von der Terrasse runter
Vorbei an diesen Fenstern, hier ist eine kleine überdachte Terrasse, wo man sich sehr schön raussetzen kann. Auch die Aussicht ist von hier aus schön. Aber wir gehen jetzt hier durch die Haustür in die zweite Wohnung rein. Diese Wohnung wurde auch 2004 erneuert. Wir sind hier in einem Vorraum und auf der rechten Seite sehen wir die Küche mit dem Esstisch. Ein großes Fenster macht den Raum schön hell. Also es ist sehr angenehm hier. Einige Schritte weiter finden wir eine Tür, die uns ins Bad führt. Hier sehen wir schon aus der Tür alles. Da ist die Duschkabine, ein WC hier unten in der Ecke, ein Fenster. Und da ist auch eine Handwaschgelegenheit, wie sich das gehört. Und auch ein Heizkörper ist hier, um im Winter den Raum beheizen zu können. Wir drehen uns dann wieder. Sie haben ja gerade gesehen, wie hell es hier ist. Und auf der rechten Seite ist das erste Schlafzimmer mit einem Bett und einem großen Fenster. Und direkt neben dieser Tür befindet sich auch die zweite. Das ist ein etwas größerer Raum. Hier passt auch ein großes französisches Bett rein. Also insgesamt noch einmal zusammenfassend, dort sind wir reingekommen. Uns gegenüber ist die Küche, hier linke Hand das Bad und uns gegenüber dann die zwei Schlafzimmer. Also Platz hat man hier auf jeden Fall genug. Und damit sind wir langsam auch am Ende von Ungarn Immo TV. Schön, dass Sie auch diese Woche dabei waren. Wir wünschen Ihnen einen weiterhin schönen Samstag, einen schönen Sonntag und eine schöne neue Woche. Und Sie wissen, uns gibt es in einer Woche wieder. Ich sage Ihnen jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.